Das vierte und vermutlich abschließende Q&A-Video, was ist daran so witzig? Ich weiß nicht, ob wir es abschließen werden, und zweitens, wir haben tatsächlich 4 Q&A-Videos jetzt gemacht. Ja. Mann, sind wir uns selber wichtig. Da ausschweifend. Das ist halt die billigste Art und Weise, Sendezeit zu füllen. Mhm. Ich frage mich, wann zum Beispiel RTL auf den Trichter kommt, dass sie damit... Jetzt hast du eine super Idee raus. YouTube ist das Thema. Ja. Jemand möchte wissen, ob unsere Videos regelmäßig kommen, beziehungsweise warum sie nicht regelmäßig kommen, woran das hängt. Das hängt davon ab, was wir sonst gerade alles zu tun haben, wen wir überhaupt zur Verfügung haben, den man vor die Kamera zerren kann. Ja, das sind die Hauptfaktoren. Der Hauptfaktor ist, glaube ich, dass wir viel unterwegs sind, und wenn wir jede zweite Woche weg sind, können wir nicht jeden Montag ein Video online stellen. Also wir produzieren es vor, und das klingt nicht. Aber es wird schon versucht, relativ regelmäßig irgendein Video online zu stellen. Also zum Beispiel Q&A. Ich versuche zumindest irgendwie alle 3 Tage ein Video online zu bringen, aber... Da jetzt einen festen Sendeplan reinbringen, klappt leider nicht. Ja, aber das ist ja nicht unser, also nur um es klarzustellen, das ist nicht unser Job hier, das ist Hobby. Also das ist etwas, was wir neben allen anderen Sachen hier machen. Obwohl sich immer mehr damit vermischt. Das bringt uns zur nächsten Frage, wie finanziert ihr eure Show? Ja, so teuer ist es nicht, bei Steff vorbeizuschauen und seinen Käsetoast zu essen. Und ich bin billig zu haben. Bei vielen anderen Sachen seit ein paar Monaten Patreon. Vielen, vielen Dank nochmal an alle unsere Unterstützer. Mhm. Das lässt sich sehr gut in Benzin investieren, um mal auch irgendwo hinzufahren zu einem Event. Das ist der Hauptkostenpunkt eigentlich. Ja. Ne? Wenn man auf eine Con fährt, auf eine Spielemesse oder einen Entwickler besucht in Hamburg, dann muss man... Wir haben tatsächlich Benzinkosten von ein paar hundert Euro im Monat dadurch, die aber relativ gut aufgefangen werden durch diese Patreon-Geschichte, wo 50 Leute... freiwillig uns gar nicht so wenig Geld geben jeden Monat. Ich kann es bis heute nicht verstehen. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Ich glaube, das sind wir alle. Sogar so viel, dass es ein bisschen mehr ist, als das, was die Benzinkosten, dass man damit zum Beispiel mal die Pen-Paper-Runde durchfüttern kann oder und ein bisschen neues Equipment kaufen. Erweitern, solche Sachen. Ja, und vorher haben wir es halt... Nico hat halt seine Ausbildung beim Fernsehen gemacht und hatte ohnehin Equipment, sag ich mal, durch seinen Job als Videojournalist. Und für die ersten Shows haben wir halt einfach das genutzt oder von einem Sender, wo du gerade gearbeitet hast. Und ja. Ja, meistens wussten die das auch, ja. Meistens wussten sie das auch. Ja, zum Beispiel den Greenscreen essen, den wir benutzt haben, die wussten Bescheid. Ja, als wir bei Computec gearbeitet haben, haben wir deren Studio und deren Kameras benutzt, was halt schon im Keller bei denen rumstand. Und ja. Jetzt ist es halt der eigene Kram. Woher haben wir immer so geile Kostüme, / Material? Woher sind deine geilen Kostüme, Steff? Aus meinem Lab-Fundus. Also privater Lab-Stuff, oder was sich in so einem Nerd-Leben halt so ansammelt. Ich glaube, das kann man, glaube ich, für die meisten Props und alles sagen. Lab hilft, wenn man einen YouTube-Kanal machen möchte. Also, vor allen Dingen, wenn man auch Star Wars Lab macht. Ja, es war jetzt nie irgendwas, wo wir sagen, für das Video müssen wir das und das anschaffen, sondern es war eher so, hey, wir haben das und das, das können wir unterbringen. Genau. Und so lief das. Ja. Komm doch mal als Zage weiter. Ja, ich meine, nach 12 Jahren Laben sammelt sich einiges an. Ja, so dass man einen größeren Keller braucht. Ja. Ja. Aber das auch schon reicht, um mal einen Fanfilm wie Leuenklinge auszustatten. Wobei das ja eigentlich nur machbar war, weil halt jeder sein eigenes Kostüm gebracht hat. Ne? Das stimmt. Wenn ihr eure YouTube-Karriere ändern könntet, was würdet ihr anders machen? Wir haben eine Karriere? Ich wusste auch nicht. Also dieser Kanal hat 1,5 Millionen Views und 6.000 Abonnenten und wir verdienen damit nichts. Das stimmt nicht. Wir verdienen damit, ich glaube, so ein paar Dollar im Monat. Automatisch, weil wir bei einem Netzwerk sind. Ja. Aber nichts Nennenswertes. Also das ist keine Karriere, also das ist ein Hobby. Aber das kann natürlich auch als Karriere, als Spaßkarriere gehen. Ne? Würdest du was ändern? Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem. Es macht, hoffe ich, ich spreche für uns alle, es macht uns noch Spaß. Ja. Leute schauen uns und finden uns nicht ganz scheiße. Ich wollte gerade sagen, die Leute wollen uns noch sehen. Also ich wüsste jetzt nicht, was man daran ändern sollte. Man hätte natürlich von vornherein sagen können, wenn wir Karriere machen wollten auf YouTube, hätten wir uns natürlich nicht Pen and Paper Rollenspiele als Thema rausgesucht. Ein Thema, das vielleicht 0,1% der potenziellen Zuschauer tangiert, wenn es hochkommt. Oder?
Sondern ja, man hätte natürlich was machen müssen wie Longboarden oder Lifestyle. Lifestyle, Videospiele, Film. Make-up-Tipps. Make-up-Tipps. Oder einfach strippen. Ja, aber da süße Tiere. Strippen süße mit süßen Tieren. Ja. Wer mal longboardet und Make-up-Tipps gibt. Oh ja. Und über Filme spricht und Videospiele. Stelle ich mir lustig vor. Steff wird demnächst seinen eigenen Kanal starten, indem er genau dieses Programm anbietet. Kannst du Longboard fahren? Nö. Das macht nicht. Ja, dann lern du erstmal Longboard fahren, dann reden wir weiter. Ja, ich dachte, das genau wäre das, was... wir begleiten dich auf deinem Weg dahin, dass du es dann kannst oder halt im Krankenhaus. Was ist eigentlich Longboard fahren? Was macht man da? Man fährt auf einem Longboard. Was ist denn das? Ist ein langes Snowboard? Nein, es ist eine Art Skateboard. Ah. Also etwas länger ist und andere Aufhängungen hat. Okay. Und ich möchte betonen, eine Freundin von mir neulich sagte, sie kann XY nicht mehr machen. Sie hat sich nämlich den Ellenbogen gebrochen, weil sie Longboard fahren ausprobieren wollte. Ihr müsst wissen, ich bin sehr alt. Ich muss nicht wissen, was ein Longboard ist. Aber ich weiß jetzt definitiv, dass es nicht bei einem Erfolg des Longboardings liegt. Wir werden uns im Krankenhaus wiedersehen. Ich kenne mich. Ja, vielleicht doch lieber Rollschuhe oder so. Selbst das ist bei mir schon kritisch. Wir könnten deiner Katze Rollschuhe anziehen. Damit hätten wir schon mal Bedingungen erfüllt. Oder wir setzen die Katze aus Longboard. Wenn du sie schiebst und Make-up-Tipps gibst. Es wäre jetzt eigentlich, wenn wir jetzt, es ist zu spät von vorne anzufangen, aber wir können natürlich gucken, wo wir es hinentwickeln. Es wäre natürlich, wenn wir jetzt es nur darum ginge, dass wir mehr Klicks haben, dann müssten wir natürlich einfach das Thema verschieben auf Brettspiele oder Tabletop, weil das deutlich mehr Leute interessiert als Pen Paper. Oder wir gehen nur noch über Star Wars. Aber da gibt es schon 80 andere Kanäle, das ist ein bisschen spät. Ja gut, wir machen ja durchaus auch Brettspiele und Tabletop. Ja, wir können einfach aufhören, all diese Nischensachen zu machen. Aber das möchte ich nicht. Was uns, glaube ich, zur nächsten Frage bringt, denn... Nee, überhaupt nicht. Hat nichts mit der nächsten Frage zu tun. Wie wir auf den Kanalnamen gekommen sind, dafür müssen wir auch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, das ist deine Aufgabe. Ja. Es gibt diese Seite, die es gibt, seit es das Internet gibt, gefühlt. Orkenspalter.de. Das ist eine Download-Plattform und ein Forum für DSA. Wer sie nicht kennt, orkenspalter.de, betrieben von Thomas Stolz, der auch praktisch zu unserem Team gehört, aber halt hinter der Kamera, also nicht Brad, der Kameramann, sondern der Typ, Thomas, der unsere Homepage und sowas einrichtet, der mit uns befreundet war, auch vom Lab her, und irgendwann mal sagt, geht doch mal mit eurer Kamera auf Messen und interviewt doch mal die Rollenspieler und macht Rezensionen, das wäre lustig. Dafür kriegt ihr Webspace für eure Filmprojekte. Unsere Filmprojekte, die länger laufen, als es diesen Kanal oder YouTube gibt. Also er hat dann praktisch unseren DSA-Film gehostet bei sich auf orkenspalter.de, und es waren schon einige Gigabyte, die er da hergeben musste, und dafür haben wir gesagt, wir machen für dich Videos. Und da haben wir uns gefragt, wie nennen wir das dann? Ja, orkenspalter.de nennen wir es orkenspalter.tv. Das ist die ganze Geschichte. Es steht eigentlich keine Absicht unsererseits dahinter. Ich hätte den Kanal auch sicher nicht so genannt, weil es doch ein bisschen sperrig ist, aber es gehört nun mal so. Ich bin inzwischen auch an dem Punkt, wo wir bei irgendwelchen Veranstaltungen sind, ist orkenspalter.tv, ja, ich weiß, der Name ist und dann die Leute sagen, wieso? Ich finde den gut. Und ich mir dann denke, tun sie? Oder sind sie einfach nur PR-Menschen und sagen das so? Natürlich ist es auch ein Tolkien-Begriff, ja. Orkenspalter oder Orkspalter. Ich bekomme dafür Übersetzungen an, ne? Ja, je nachdem. Auch Christ halt. Ja. Das Schwert von Thorin. Ja. Ja. Wichtiges Plot-Element im dritten Hobbit-Film. Ja. Wenn Legolas ihm das nicht zugeworfen hätte, dann... Wäre alles voll anders ausgegangen. Gut. Ja. Macht ihr außer an Cons eine Art Fan-Treffen? Sind wir am Überlegen. Würde ich gerne machen. Mhm. Fans von was? Von DSA, vermutlich. Nicht von uns. Also nennen wir es Community-Treffen. Es gibt schon orkenspalter.de Community-Treffen. Das allerdings sich an die Leute richtet, die im Forum stark aktiv sind. Wir haben neulich darüber gesprochen mit Thomas, also orkenspalter.de Mann, dass man orkenspalter.de Mann, das wird ein geiler Superheld, dass man sehr schön, dass man das doch nochmal wiederholen könnte, also ein zweites Treffen im Jahr machen an einer Location, an einer Jahreszeit und dann eben öffentlich für alle, die auch im YouTube-Kanal interessiert sind. Das
würden wir gerne machen, schon lange, aber wir haben bisher den Arsch nicht hochbekommen, beziehungsweise wir wussten auch nicht, ob das Interesse dafür besteht. Ich denke, wir werden das mal in einem eigenen Video nochmal anteasern und erfragen, ob denn da Leute sich dafür ein Wochenende opfern würden und wo wir es am besten machen. Ich bin ja dann dafür, dass wir es in Süddeutschland machen, weil eigentlich hatten wir ja so eine Con schon, nannte sich Heinz-Con. Mhm. Aber die wurde von subversiven Agenten... Die wurde gehijackt vom Verlag, vom Obeck-Verlag und sitzt jetzt in Norden-Norddeich, was auch von uns 600 Kilometer entfernt ist. Aber trotzdem gehen wir hin. Es ist aber halt nicht mehr die reine Orkspalter-TV-Con. War auch die ursprüngliche Heinz-Con nicht. Aber ich denke, man könnte dann nochmal einen zweiten Versuch starten und das dann Heinz-Con Süd nennen oder Steff-Con. Oder Orkenspalter, oder Herbsttreffen. Spalter TV, Herbsttreffen. Wie auch immer. Ja, also dazu werden wir hoffentlich nochmal was bekannt geben. Was ist euer Lieblingsvideo vom eigenen Kanal und insgesamt auf ganz YouTube oder im Netz? Auf unserem eigenen Kanal aktuell, glaube ich, die SC-Verbrechen. Weil da immer noch Details drin sind, über die ich mich schrecklich lache, auch wenn ich schon 10-mal gesehen also habe. Also Lab, extra Lab. Extra Lab, die SC-Verbrechen, ja. Tobi mit der Heckenschere. Bei dir? Ich glaube, ich mag das Extra Lab mit dem Glücksbärchen Lab ziemlich. Beziehungsweise die Extra Labs mit den verschiedenen fiktiven Lab-Szenen. Okay. Das ist deine letzte Chance, um fröhlich zu sein. Nimm ein paar bunte Pillen, los, mach! Du bist jetzt fröhlich! Wir sind alle fröhlich! Ja, sei fröhlich! Dann brenne! Brenne, du trauriger Hund! Brenne, brenne! Was für ein schönes Feuer! Hui! Kann mich noch, also hauptsächlich, weil ich bei dem Dreh ziemlich viel Spaß hatte, auch das Pokémon. Von dem wir wissen, dass die Frau, die eine Trainerin spielt, das ihren Studenten zeigt, damit die wissen, womit sie es zu tun haben. Also die Extra-Lab-Videos sind das, was wir mehr machen sollten, meint ihr, ja? Öfter mal, aber ja, es ist halt ein Problem, die kommen eher spontan, die sind ja nicht so geplant, so großartig, sondern hey, da könnte man ein Extra-Lab drüber machen. Ich glaube, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt ein extra Lab machen, dann würden sie, glaube ich, irgendwann an Qualität verlieren, weil sie einen Druck im Nacken hätten. Auch geplant waren die schon alle, aber wir haben zumindest keinen festen Zeitplan. Ja. Wann ist die halt eine Menge Leute dafür. Du kannst nicht einfach zu dritt jetzt sagen, also geht auch, aber besser, wenn du halt 10 Leute auf dem Treffen eh schon hast. Aber also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan der extra Lab. Filmchen. Und da habe ich jetzt noch nie mal einen speziellen. Ich finde auch Saurons Schergen ziemlich gelungen. Mein Fenster ging zur anderen Seite raus. Ja. Mein unterschätztes Lieblingsvideo im eigenen Kanal ist Lego Prince of Persia, The Movie, okay. The Making of, bla, yeah. Wo wir einen Fake Uwe Boll interviewt haben, während er den Film Lego Prince of Persia dreht, weil er die Filmrechte an Lego Prince of Persia bekommen hat, dem Videospiel. Das ist aber nicht an gibt. Prince of Persia, das es nicht gibt. Lange Geschichte, Video, das meiner Meinung nach zu wenig Klicks hat, guckt sich an. Es geht um einen iranischen Terroristen namens Lego Prinz, der Geld für Al-Qaida sammelt. Der muss im Spiel die Münzen einsammeln. Er hat immer Sprengstoff am Körper und sobald er gefasst wird, sprengt er sich in die Luft. Puff. Also wie im Spiel. Und der Film wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr blutig werden. Wahrscheinlich wieder ab 12. Haben Sie denn andere Lego, haben Sie andere Prince of Persia Titel gespielt, außer dem Lego Titel? Nee, war mir zu kompliziert. Außerhalb unseres Kanals. Außerhalb unseres Kanals. Ja. Red Letter Medias Kritik der Star Wars Prequels. Ja. Red Letter Media ist der beste Kanal auf YouTube, wenn ihr so alt seid wie wir und die Star Wars Prequels nicht mögt. Es ist super. Oder generell ein bisschen mit Filme auszuholen. Mögt. Die Kritik ist geschrieben und gemacht aus der Sicht eines mindestens 100 Jahre alten, geisteskranken Frauenmörders, der auf Pizza Rolls steht. Das hat aber nichts mit der Genialität dieses Videos zu tun. Dieses Video ist... Ja, aber es trägt zu der Story, der Hintergrundstory bei Ihnen. In den Kommentaren zu dem Video steht, ich habe aus diesen 2 Stunden Video mehr gelernt als aus 5 Jahren Filmhochschule. Und das kann das ich mir sogar vorstellen. Das ist ein extrem fundiertes und trotzdem extrem unterhaltsames Video. Und jedes Video auf diesem Kanal ist eigentlich unterhaltsam. Und manchmal sind sie ein bisschen am guten Geschmack vorbei. Aber das wissen sie auch.
Ansonsten Kapelle Petra, heute ist Geburtstag. Jeden Tag angucken. Oder Spoonie Ones Rezi von Your Hunter from the Future. Das ist inzwischen uralt, aber immer noch legendär. Your's World. Mm, the Frank's True Facts About. Irgendein Tier. Ich glaube, am liebsten gucke ich mir noch Simon's Cat an. Ganz schlicht und ergreifend. Weil, ganz ehrlich, da ist so eine Masse an Videos auf YouTube. Ja. Es ist schwierig, da wirklich erstens auf dem neuesten Stand zu bleiben, was denn dazu kommt, und dann auch noch die Besten raus zu filtern. Aber ich glaube, was ich am ehesten weglassen würde, sind diese ganzen, ob sie jetzt echt sind oder gefakten, diese Unfallvideos, die dann Fremdschämen-Videos, die würde ich komplett weglassen. Ja, die waren schon unlustig, als das noch Heimvideo hieß. Richtig. Immerhin fehlen dir die dummen RTL2-Kommentare. Oh, das stimmt natürlich. Die muss man sich dann selber dazu denken. Naja, gut. Habt ihr neben YouTube auch noch einen anderen Job? Die Frage haben wir schon beantwortet, aber da können wir nochmal. Es ist nicht unser Job. Nein. Das ist Spaß. Aber leider ist es in meinem Fall so, dass Videos machen mein Job ist. Oder Texte schreiben, weil ich Videojournalist bin und beim Fernsehen lange gearbeitet habe, bis ich gemerkt habe, dass das Fernsehen, dass man vielleicht ins Internet wechseln sollte, was auch lange gut geklappt hat. Was auch immer noch gut klappt. Erst angestellt bei Computec, jetzt selbstständig. Aber im Grunde ist das hier ist nicht mein Job, aber es ist schon irgendwie mein. Weißt du, was ich meine? Ja. Es überschneidet sich. Ja. Bei dir? Ja, ähnlich. Ich habe ein abgebrochenes Studium, das hiermit nur marginär zu tun hat. Und eine Ausbildung auch zur Videojournalistin, die aber nicht annähernd so gründlich und so umfangreich war wie deine. Denn sie war nicht beim Fernsehen, sondern sie war nur fürs Internet sozusagen. Ich habe noch gelernt, wie man einen Ü-Wagen zusammenbaut und benutzt. Selber schraubt. Ja. Mhm. Nein, das habe ich nicht gelernt. Ich glaube, ein Ü-Ei-Auto hat schon jeder zusammengebaut. Überraschungswagen. Ja. Überraschung ist, er fährt nicht. Ja. Also ja, ich verdiene mein Geld auch mit Videos und mit Schreiben. Mit Übersetzen unter anderem. Da wiederum hat mein Studium geholfen. Denn ich habe sehr, sehr viel übersetzt im Rahmen meines Studiums. Ja. Ich komme aus einer eher einfacheren Sparte, aus dem Handwerk. Ich bin eigentlich gelernter Elektroinstallateur. Ja, hab da dafür kann ja Lämpchen in Raumschiffe bauen. Hab da meine Ausbildung gemacht, 7 Jahre gearbeitet in dem Beruf. Dann gab es leider eine Umstrukturierung in meiner Firma. Und dann war ich 10 Jahre lang bei einem großen roten Elektrofachhandel, der von sich behauptet, mental nicht eingeschränkt zu sein. Das hast du geübt, das war nicht spontan, oder? Aber schön. Ja, ich habe mir zu der Frage Gedanken gemacht. Und im Moment ist es tatsächlich der Zeit so, dass ich keinen festen Job habe, auf der Suche bin und nebenher ein Zubrot verdiene, indem ich für interessierte Miniaturen bemale, sei es jetzt Tabletop oder für Brettspiele oder auch kleine Figürchen aus Knetmasse forme. Ich nenne jetzt keine Markennamen. Ja. Und wir warten noch auf deine Homepage, wo man deine Dienste in Anspruch nehmen kann. Wer bis jetzt schon Interesse an meinen Diensten hat, darf sich natürlich gerne beim Orkenspalter-Team melden und das geht dann an mich weiter und ich setze mich mit euch in Verbindung. Ja, wir blenden hier jetzt ein paar Beispielarbeiten von dir an. Ja. Oh, der ist nicht so gut. Du musst jetzt aber dann aber auch sagen, was wir da nicht so gut einblenden sollen. Das war das Thema YouTube. Allgemeine Vorlieben. Was sind eure persönlichen Lieblingsfilme? Das ist aber jetzt auch wieder, da kann man stundenlang drüber reden. Ja. Wir haben aber nur noch genau 10 Minuten und dann beenden wir das. Dann sage ich einen, der für mich einfach sehr viel Bedeutung hat. Chihiros Reise. Okay. Indiana Jones Trilogie. Welcher Teil? Es schwankt so, aber ich tendiere im Moment noch zu 3, weil das Zusammenspiel zwischen Harrison Ford und Sean Connery einfach mit am genialsten ist. Ja. Dicht gefolgt von 1. Mhm, geht mir ähnlich. Ja. Aber ich habe keinen Lieblingsfilm. Ich habe über die Frage nicht nachgedacht. Ich habe vergessen, dass ich hier... Es ist auch nicht, jetzt nicht vielleicht mein Lieblingsfilm, den ich genannt habe, aber er hat eine sehr große Bedeutung für mich. Ja. Ich will aber, ich muss mal was sagen, ne? Nee, musst du nicht.
Ich will jetzt nicht wieder was Nerdiges sagen. Sag was Schlaues, sagen. Gebildetes. Soll ich jetzt wieder was wie Star Wars sagen? Oder ja, wie wär's ja, mit Der Pate? Der Pate ist super, ja, aber es ist... Ist jetzt nicht dein absoluter Lieblingsfilm, ja? Ich gucke ihn mir immer wieder gerne an. Der ist schwierig. Ich würde zum Beispiel auch Monty Pythons mit reinbringen, Leben des Brian oder so, ja, aber ich würde es nicht als mein absoluter Lieblingsfilm. Aber einer, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem ganzen Leben, Leben des Brian. Ich sage jetzt zwei Dinge, die ich mir fast jede Woche angucken könnte, obwohl sie bestimmt nicht die besten Filme aller Zeiten sind. Das ist Der letzte Mohikaner. Ein Film, der optisch so beeindruckend ist und durch die Musik, dass man einfach auch nicht hinhören muss. Kann ich verstehen, würde ich allerdings nicht unterschreiben. Okay. Und A Knight's Tale. Was mir ein bisschen peinlich ist, weil es ein Mädchenfilm ist, wie viele sagen. Ist das ein Mädchenfilm? Ja. Nur weil es Pferde enthält? Nee. Aber ich finde den halt von vorne bis hin jede Sekunde unterhaltsam. Das stimmt. Und ich mag einfach das ganze Flair dieses Films. Hätte man vielleicht noch was mit der modernen Musik... Das mag ich so sehr. Meinst du? Nee, ja, also das kann gut. Ich sehe, das ist... Ja. Ich glaube, da könnte man es länger... Aber das ist auch nicht mein Lieblingsfilm. Das sind nur... Ja, wie gesagt, wir können lange drüber gehen. Lieblingsbücher. Noch schlimmer. Oh ja. Oh je. Michael Moorcocks ewige Heldenromane haben auch wieder nicht unbedingt mein Lieblings- oder das Beste, sondern große Bedeutung für mich. Die unendliche Geschichte. Auch sehr, sehr wichtig. Das wollte ich auch sagen. Entschuldigung. Ja, aber das unterschreibe ich. Ja. Ich würde jetzt den großartigen Terry Pratchett anführen mit seinen Scheibenwildromanen. Und aus den ganzen Büchern, die ja, also ich eigentlich recht gut finde, gefällt mir am besten, auf Englisch heißt es Jingo. Auf Deutsch Fliegende Fetzen, ist ein Wachenroman aus der Wachenreihe und den finde ich mit am besten. Das ist der um die Insel, die auftaucht. Genau, ja. Wo Mumm am Ende eine ganze Armee wegen groben Unfugs quasi festnimmt, beziehungsweise auch sehr grandiose Szenen zwischen Nobby Nobs, Feldwebel Colon und dem Patrizier, die in einem U-Boot zusammen mit Leonardo von Quirm festsitzen. Das sind ein paar sehr coole Dialoge. Ich mag noch das noch der nachfolgende Night, also das Nightwatch mit der Zeitreise. Aber das ist sehr düster gleichzeitig. Das stimmt. Ansonsten, ist das direkt der Nachfolger davon? Ich glaube, es ist das, was in der Reihe danach kommt. Es gibt kommt. So eine Zeitreise. Aber das ist ja dann aber wieder die Zeitreisegeschichte, oder? Nightwatch. Ja, und es wird in der Fortsetzung der Anfang erzählt. Ja. Wie wird Tenari an die Macht kommen? Ist Nightwatch direktes Crossover mit Thief of Time? Ja, es ist, stimmt, es ist eine Folge von dem, was damit zu tun, was in Thief of Time passiert. Naja, aber egal. Aber es ist gut. Ansonsten würde ich, glaube ich, noch, ich bin auch ein großer Fan von Arthur Conan Doyle, also die Sherlock Holmes Kurzgeschichten, die mag ich sehr. Vom Erzählstil und vom Flair. Ja, unendliche Geschichte hast du schon gesagt. 20.000 Meilen unter Meer ist eins meiner Lieblingsbücher und das Silmarillion, auch wenn das wieder niemand nachvollziehen kann. Also Jules Verne stimme ich dir absolut zu, also gerade zum Mittelpunkt der Erde und so weiter, schon grandios. Also 20.000 Meilen hat mich als Kind halt total geflasht, kann man das sagen? Ich glaube, das ist in Ordnung. Ist legitim, das zu sagen. Jetzt kommt eine ziemlich einfache Frage. Ja. Die alte oder die neue Star Wars Trilogie? Es gibt eine neue? Also die neue ist da noch gar nicht erschienen. Die kommt drehen sie erst doch gerade. Ich verstehe die Frage nicht. Wie kann man nicht beurteilen? Nächste Frage. Ja. Nein, ernsthaft. Ich mag Episode 4 bis 6 am meisten. Also die alten. Liegt rein daran, ich war noch zu jung, um ins Kino, beziehungsweise noch nicht geboren, um ins Kino gehen zu können. Aber ich bin dann in den Nachwirkungen mit den ganzen Actionfiguren und dem Spielsitz und was ist alles groß geworden. Geht mir genauso. Und dann strahlen halt die Filme für mich wirklich so Nostalgie-Flair aus, ohne große Tricktechnik am PC, sondern du siehst halt wirklich Modelle und das macht schon was aus. Ich habe die als Kind gefühlt jede Woche gesehen. Meine Eltern waren schon große Fans. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen und jetzt auch mal ganz objektiv betrachtet, wenn man auch nur ein bisschen Wert auf Story legt, gewinnt die alte Trilogie. Die hatten natürlich auch Ungereimtheiten, ne? Und blöde Elemente. Aber sie hatten nicht eine Viertelstunde lange Diskussion über irgendwelche Verträge oder da kann ich auch Nachrichten schauen. Selbst die fassen das zusammen. Also tatsächlich ist es nicht Jar Jar Binks, was mich stört an den Prequels. Auch,
Am meisten stört mich, dass die Handlung keinen Sinn ergibt. Und dass es mehrere Romane gibt, nur die versuchen, diese Logiklücken zu stopfen. Und die wiederum negiert werden vom nächsten offiziellen Produkt Clone Wars, wo es dann heißt, nein, der Roman stimmt nicht. Diese Folge Clone Wars, die dramaturgisch keinen Sinn hat, die ersetzt das. Das regt mich tatsächlich mehr auf als es heute. Meine Reihenfolge der Star Wars Filme ist 5, 6, langer Abstand, 4, Ewoks 2, Ewoks 1, langer Abstand, 3, Spaceballs, das Holiday Special und 2 und 1 auf dem gleichen Niveau ungefähr, ganz unten. Ja. Da, wo man nie rankommt. Da wird schon der Druck zu hoch. Ich hab's wirklich. Ich war 18, als ich im Kino war, in Episode 1. Ich war dreimal drin. Ich hatte, man muss dazu sagen, genauso wie Steff, wir hatten diese Filme als Kinder gesehen. Sie waren immer irgendwie da auf VHS. Ne? Es gab keine Zeit ohne Star Wars oder nur ganz schwammig. Und dann hat man seine ganze Kindheit nichts. Ja, man wartet drauf, kommt da noch was? Man stürzt sich auf jeden Brocken, auf jeden Roman, irgendwann auf die Comics, die dann ja auch erst Ende der 90er... PC-Spiele. Man ist Mitglied im OSWFC. Man ist Mitglied im Fanclub, ja, man sammelt die Actionfiguren und man ist total süchtig danach und hat 15 Jahre gewartet auf diesen Film. Und dann kriegt man das. Das hast du schön gesagt. Und geht dreimal ins Kino, weil man sich denkt, ich muss irgendwas verpasst haben, was diesen Film Sinn ergibt. Wir sind verleiht. Aber nein! Da ist nichts. Lass uns das Thema wechseln. Okay. Welches Fantasy- oder Science-Fiction-Universum hat das beste Merchandising und die beste Community? Das beste Merchandising? Ich würde einfach Star Wars sagen, weil es einfach die größte Bandbreite hat und die Trefferquote da wesentlich höher. Da gibt es auch echt beschissenes Merchandising. Ja, davon mal ab, aber ja. Das gute Merchandising überwiegt. Ansonsten Merchandise. Das ist extrem schwierig. Ich meine, weil es werden ja inzwischen Versuche unternommen, bei Rollenspiel Merchandise einzubringen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ein Kochbuch von einem. Das ist doch kein Merchandise, das ist eine vollwertige Publikation. Ach so. Ja, aber ja, da müssten wir mal Merchandise. Tassen. Es gibt den Spreadshirt-Shop zu DSA zum Beispiel. Ja. Ja, da kann man, glaube ich, noch nicht viel sagen, weil es erst in den letzten Jahren angefangen hat, so Rollenspielsystem Merchandise rauszubringen. Da sagen wir mal so, alles, wo Todd McFarlane Toys zu macht, hat gutes Merchandise. Ich meine, gut, bei wir haben ein paar gekauft, nur weil sie so geil sind. Bei den für die Herr der Ringe-Filme sind ja auch ein paar ziemlich coole Merchandise-Artikel rausgekommen. Mhm. Auch wieder viel Schrott. Das schwankt extrem, was da an. Zum Beispiel die Sauron-Actionfigur, die ist fantastisch, die es damals gab. Und dann hast du halt wieder so einen Hobbit, der. Ramschklumpen ist, ja. Oder ein Aragorn, der halt überhaupt nicht aussieht wie Aragorn. Richtig, dafür sondern wir ein Leidender. Dafür habe ich eine Theoden-Actionfigur, die fantastisch ist. Die sieht nicht genauso aus wie. Nee, also von daher. Ich glaub, wer hat die bessere Community? Das war auch oder die beste Community. Das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen. Ich muss sagen, dass da Star Wars ziemlich weit vorne ist, aber in erster Linie aufgrund des Besuchs auf der Star Wars Celebration, weil das war einer der angenehmsten Cons, auf der ich jemals war. War ja auch internationales Fan. Ja, da waren auch Leute aus Australien angereist und es war vor allen Dingen ein unglaublich nettes, entspanntes Fandom, wo jeder mit jedem anderen wirklich freundlich und nett umgegangen ist und halt ist auch nicht unbedingt unglaublich geile Cosplayer, aber alle von denen auch immer gut gelaunt, immer bereit mit einem zu posen, noch irgendwas zu unternehmen oder sowas. Also das war wirklich ein absolut positives Beispiel. In so vielen Fandoms bewegen wir uns ja auch nicht. Ne? Also es ist eigentlich nur DSA, LARP, Star Wars, bisschen Scheibenwelt. Ja. Ich war lange Zeit auch in... Da sind Ratten. Also, als Haustiere, die lenken uns gerade ein bisschen ab. Ja. Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, wie es jetzt mit Star Trek Community aus. Ich meine, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sagen als ich, weil ich habe mich mit dem Thema nie beschäftigt. Ich war längere Zeit auch in amerikanischen allgemeinen Science-Fiction-Foren oder sowas unterwegs und da ist halt sehr durchwachsen. Ja. Gut, wie gesagt, da kann ich
Du filmst jetzt die Ratten. Ich muss gucken. Warum macht das Brad nicht? Die Ratten fiepen. Ja, okay. Ja. Weiter im Text. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Community vergessen habe, in der ich aktiv war, aber... Scheinbild hattest du ja schon gesagt, ne? Da warst du lange sehr aktiv. Ja, ein bisschen. Hast du einen Film gemacht? Ja. Zwei. Ich war auf englischen Scheinbild-Con, wo ich sehr nett empfangen wurde. In Deutschland war ich nie auf einer Con. Aber da kam auch in der Community das Filmprojekt nicht so gut an, wie bei den Briten, die einfach Trash gewöhnt sind. Also ich bin zum Beispiel noch in einer Warhammer Tabletop-Community, die ich eigentlich auch als recht angenehm empfinde. Ist nicht so groß jetzt wie zum Beispiel eine Star Wars Community oder eine Herr der Ringe Community, die halt doch eine breitere Masse anspricht. Harry Potter oder Star Wars? Star Wars. Ich glaube, ich müsste tatsächlich Harry Potter sagen, weil ich da mehr in der Materie drin bin. Es gibt mehr gute Harry Potter Filme als Star Wars Filme. Findest du? Das würde ich. Nein. Also nein, das würde ich jetzt auch nicht. Da sind auch ganz tolle Filme dabei. Es ist kein Totalausfall dabei. Ja gut, ich denke, da ist auch wieder, aber rein um jetzt mal nicht an einem Strang zu ziehen, sage ich einfach mal Harry Potter. So. Ich muss Star Wars sagen. Ja, kann ich bei dir auch verstehen, beziehungsweise bei euch, ihr seid da wirklich tiefer und besser in der Materie drin als ich. Also ich mag Star Wars, ich kenne auch von den, ich kenne mich auch mit den drei alten Filmen recht gut aus. Aber alles, was weitergeht, muss ich alles nachlesen oder ja, geht an mir vorbei. Fantasy oder Sci-Fi? Fantasy. Hängt davon ab, was? Romane zum Beispiel? Sci-Fi. Nee. Rollenspiele? Bisschen eher Fantasy. Ich bin eher rundweg der Fantasy-Typ. Ich eigentlich auch. Da Nico ja sagt, Star Wars ist kein Sci-Fi, genau. Bleibt Fantasy für mich, ja. Ja, bei mir, glaube ich, liegt es damit daran, dass schlicht und einfach auch unglaublich viel beschissene Fantasy veröffentlicht wird. Während Science Fiction es ohnehin schon so schwer hat, gerade in Deutschland überhaupt auf den Markt zu kommen. Das ist richtig. Ja. Und das tatsächlich. Aber das kommt wieder. Irgendwann kommt wieder die Welle, wo du viele scheiß Science-Fiction-Bücher in der Buchhandlung hast. Ja, das kann natürlich sein. Und dass mich tatsächlich mehr Science-Fiction-Bücher geprägt haben, während ich aufgewachsen bin, als Fantasy-Bücher. Mhm. Weil lustigerweise meine Schulbücherei wirklich sehr, sehr viele gute Science-Fiction-Klassiker auch hatte. Und ich dabei auch geblieben bin. Ja, aber darf ich jetzt mal von der Frage mal ab? Eine Frage. Star Wars, Fantasy eher. Mhm. Numenera, siehst du das als Science-Fiction oder als Fantasy? Nee, es ist ja die Absicht, dass es sich spielt wie Fantasy, aber es ist eine Science-Fiction-Welt. Mhm. Es hat keine Komponente wie die Macht, die wirklich nur rein mystisch ist, sondern es muss alles irgendwie im Rahmen von Technologie funktionieren. Mhm. Von absolut unglaublich unvorstellbar fortschrittlicher Technologie, aber da sind eigentlich keine Sachen drin, die nicht irgendwie schon mal auch in einem Science-Fiction-Roman als Gedankenspielerei aufgetaucht werden. Mhm. Um mal kurz zu erklären, warum Star Wars kein Science-Fiction ist, abgesehen davon, dass es die Macht gibt und Ritter und all dieses Gedöns. Die Technik ist für die Handlung komplett irrelevant. Es ist nie wichtig, warum ein Raumschiff in den Hyperraum springen kann oder wie lange jemand braucht, um vom Rand der Galaxis ins Zentrum zu fliegen. Das sind, glaube ich, 2 Tage oder sowas, die sie brauchen mit einer anderthalbfachen Lichtgeschwindigkeit, was wiederum sagen will, die Galaxis ist ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Ja, genau. Egal, es ergibt von einem Science-Fiction-Standpunkt ergibt es bei Star Wars überhaupt nicht Sinn, deswegen muss es Fantasy sein, sonst wäre es wirklich scheiße. Ja. So, die letzte Frage. Gut. Ne, die vorletzte Frage. Entschuldigt. Okay. Welche sind eure Lieblingscomputer-Brett-Kartenspiele? Huhu. Lieblingscomputerspiele. Monkey Island. Baldur's Gate 2. Ihr habt beide nur eins? Nein, also ich dachte, wir haben, ansonsten kann ich mich noch mit den Batman spielen, die finde ich, beziehungsweise auch, wenn es ziemlich Mainstream ist, Assassin's Creed.
Zwar nicht alle, aber das sind ein paar, die finde ich wirklich grandios. Lieber Batman als Assassin's Creed, Shadows of Mordor, wenn wir schon bei dem Genre da muss ich sind. Ich habe es noch nicht gespielt, aber mir brennt in den Fingernägeln. Muss man machen. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr gutes Gameplay. Sollte ich irgendwann mal das Geld für eine Playstation zusammen haben? Weil ich glaube, mein PC wird es auch schon nicht mehr richtig packen. Mhm. Also ich müsste es in einer sehr Retro-Grafik spielen, damit es flüssig läuft. Das wäre schade. Ja. Ja. Nee, lass mich kurz überlegen. Ich habe, wie gesagt, mit Begeisterung auch die X-Wing-Spiele gespielt. Oder, wo ich lange Nächte mit zugebracht habe, XCOM. Da weiß ich noch, dass ich wirklich nächtelang davor saß. Heroes of Might and Magic. Gott, habe ich Heroes of Might and Magic gesucht. Lands of Law. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil, der dritte? Ich glaube, es war der dritte. Lands of Law war fantastisch. Mhm. Ja. Bei mir ist es einfach generell alles, wo LucasArts drauf stand oder BioWare oder Black Isle bis halt Mitte der 2000er. Aber liegt da glaube ich dran. Obsidian. Obsidian dann, ja. LucasArts jetzt nicht wirklich grottig schlechte Spiele gemacht haben. Zumindest sehr lange nicht. Ja. Also sie haben eigentlich durch die Bank weg immer gute Spiele gemacht. Manche ein bisschen Mauer, andere dafür wieder besser, aber es waren jetzt kein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das klatsche ich total an die Wand. Mit X-Wing habe ich wirklich mir unzählige Nächte um die Ohren geschlagen oder mit TIE Fighter dann. Ja. Ja, Brettspiele. Ich bring da mal was Neues rein. Habe ich keins tatsächlich. HeroQuest. HeroQuest. Ja, ich glaube, HeroQuest ist ein All-Time Favorite. Mhm. Ich muss glaube ich, auch differenzieren. Ich glaube, ich mag Brettspiele, die man miteinander spielt, ein bisschen schöner als dieses Gegeneinander zu spielen. Relativ neu, aber ich bin immer noch sehr begeistert davon. Eldritch Horror. Mhm, das stimmt. Eben genau das greift. Richtig. Und ich immer noch keine einzige Sitzung gewonnen habe gegen die großen Alten. Ansonsten, ja, weil ich damit groß geworden bin, HeroQuest auf jeden Fall zählt dazu. Was ich von der Umsetzung von der Aufmachung sehr schön finde, ist das Herr der Ringe-Spiel von Kosmos. Da spielt man ja auch miteinander. Richtig, miteinander. Stimmt, das habe ich nicht oft gespielt, aber mag ich auch sehr gerne. Genau, also das ist eine Empfehlung. Und in der letzten Zeit spiele ich auch vermehrt und gerne Maus und Mystik. Mhm. Also da kann man sagen, ich favorisiere im Moment ein bisschen Spiele von den Heidelbergern, weil die halt wirklich von der Ausstattung und vom Spielprinzip mal was anderes und schöne Spiele machen. Als hätten wir es vorbereitet. Ja. Aber das spielen wir nachher noch. Nimm mal nachher. Ja. Du? Ich sagte ja schon Eldritch Horror. Kartenspiele. Kartenspiele greife ich vielleicht mal vor. Ich mag sehr gerne das Kartenspiel Bang. Das ist ein Spiel, das kann man mit ganz vielen Leuten spielen. Spielt in einem quasi Italo-Western-Setting und es geht eigentlich bloß darum, dass man sich gegenseitig über den Haufen schießt. Das klingt gut. Und am Schluss sollte entweder der Sheriff überleben oder der Sheriff sollte umgebracht sein und man ist Outlaw und hat damit gewonnen. Also es macht schon ziemlich Spaß, weil es skurrile Karten hat. Plötzlich zückt jemand eine Gatling Gun und ballert einmal wild in die Runde. Also das macht schon Spaß. Ansonsten finde ich natürlich auch noch sehr schön vom Uwe Verlag Hobbit-Geschichten. Ja. Echt? Okay. Ja, ist ein Erzählspiel. Aber auch mal hier. Also das kann wenig überrascht. Das kann ich auch nur empfehlen, weil es ein gemütliches Erzählspiel ist. Hatten wir auch ein Let's Play dazu mit prominenten Teilnehmern. Mit dem Bären, der die Silberlöffel gegessen hat. Genau. Ja, das wäre meine Kartenspiele, wo ich sage, jawohl. Ich hatte eine Tradition im Studium, wir sind nach der Donnerstags-Frühvorlesung allesamt ins selbe Café gegangen in unserem Freundeskreis und haben dann 2 Stunden, die wir alle frei hatten, Munchkin gespielt. Mit wechselnden Kartensets zu Munchkin. Mhm. Kann ich verstehen, habe ich auch sehr lange gespielt. Und wenn man mit so 7 Leuten am Tisch sitzt, kommen halt auch dann wirklich die vollkommen absurden Kombinationen zustande, die bei manchen den Reiz ausmachen. Wenn dann ist das Letzte seiner Art ist und einen Zwilling mitgebracht hat, ja. Dann kommen wir in den guten Bereich. Ich denke vor allen Dingen auch durch die ganzen Anspielungen der Karten, dass du es eben auch ohne Probleme mit vielen Leuten spielen kannst. Was ich halt ein bisschen jetzt, nachdem ich es so oft und ausgiebig gespielt habe, dass es halt immer dasselbe ist.
Ja, das gilt bei den, ist bei den meisten Kartenspielen so. Ja. Ja, aber gut, nächste Frage. Letzte Frage. Lieblingscon. Damit war's das. Lieblingscon. Ist es fair, Star Wars Celebration zu sagen? Ich glaube, es geht um eine Con. Rollenspiel-Con. Die, ja. Star Wars Celebration ist auch legitime Antwort, aber jetzt mal von den üblichen, weiß ich, 10 Pen-Paper-Fantasy-Cons, die in Deutschland so sind. Ich muss, glaube ich, tatsächlich Heinz-Con sagen, weil sie so gemütlich ist. Aber mal schauen, ob das so bleibt, wenn sie weiterhin wächst. Ja. Ansonsten ist 3 eigentlich auch schön. Ja, das ist auch immer sehr entspannend. Feen-Con mag ich aber noch ein bisschen lieber. Ich glaube, für meinen Teil finde ich die Brettspielemesse in Essen noch ziemlich interessant. Weil es eben eine Mischung aus... Die ist so voll und laut und groß. Ja. Bäh. Und wehe Füße. Darum ist ja gut, dass sie nur einmal im Jahr ist. Und arbeiten. Ja. Arbeiten. Sowas. Ich muss zugeben, Redcon hat ein bisschen an Reiz für mich verloren. Ja, wieso? Ich weiß nicht. Ich finde es halt jetzt durch die neue Location wieder ein bisschen besser. Ja, okay, dann... Ja. Da warst du noch nicht, ne? Nee, da war ich noch nicht. Dann wird sich meine Antwort vielleicht relativieren. Ist gemütlicher geworden, okay, auf jeden Fall, und entspannter. Und die Toiletten sind besser. Toiletten sind besser. Ein wichtiger Faktor. Ja, Dreieckkon ist eigentlich ganz nett. Ja, aber Feenkon mag ich, weil die Location extrem gemütlich ist und es auch stimmt, immer im Sommer natürlich schön ist, da durch diesen Park zu latschen. Ja, das stimmt natürlich. Und dann auch immer ein ganz netter Außenbereich. Ja. Dann ist mit verschiedensten Kram. Stimmt, ja. Star Nordcon war ich schon ewig nicht mehr. Da muss ich zugeben, war ich noch nie. Ist ja auch ein gutes Stück von dir weg. Mhm. Darum werde ich vermutlich auch auf den Heinz-Cons jetzt nicht mehr sein. Also eigentlich noch ein Grund mehr hier in der Region. Ne? Die? Orkenspalter-Con, Steff-Con, Heinz-Con Süd zu machen. Die Orkensteff-Heinz. Orkensteff-Heinz. Ja. Und nicht nördlich des Deichs in also Norden, vielleicht, Norddeich. Vielleicht muss man mal kurz, von wegen, wer sich jetzt fragt, was die Steff-Con ist, ist eigentlich eher eine Veranstaltung für und 12 mit Leute Freunden, treffen ja, sich bei Steff zum Rollen- und Brettspielen. Das ist meine Lieblings-Con, die Steff-Con. Ultra entspannt, immer nur Leute da, die ich mag. Aber ja, ein bisschen zu exklusiv, um ja, jetzt mir eine Empfehlung auszusprechen. Außer wir erweitern sie halt. Aber ich wollte es ja, ich wollte ich wollt halt nur mal den Begriff Steff-Con erklärt haben. Nicht, dass ich jetzt Leute fragen, hey, wo kriegst. Außerdem gab es einen Steff-Con nur für meinen Geburtstag. Wer bei Steff Miniaturen bestellt im Wert von ein paar tausend Euro, der hat sich natürlich eine Einladung zu Steff-Con verdient. Also. Muss aber Übernachtung noch zahlen. Ja. Gut, ich denke, das war's. Ja. Falls ihr noch mehr Fragen habt... Katzen sind hier wieder im Spiel und haben Steff aus dem Bild gejagt. Entschuldigung. Ich habe gerade versucht, die Teemilch zu trinken. Ja. Falls ihr zum Beispiel Fragen zu Steffs Katzen habt oder warum sie in die Milch wegtrinken oder zu Steffs Ratten, die im Hintergrund rumfiepen oder ob da ein Zusammenhang besteht, dann stellt diese Fragen. Und wir werden ein weiteres Video bringen, in dem wir 20 Minuten lang rumsitzen und selbstverliebte Geschichten erzählen. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Bis dann. Und bis bald, ja. Du hast das weggelassen mit dem, musst du mit einer Machete Leute fernhalten. Stimmt, wir haben noch eine Bonusfrage, aber ich habe sie weggeschmissen. Warum, wie du es schaffst, so blendend auszusehen, ob ich Leute mit einer Machete von dir fernhalte. Ah, hinter dir. Ja. Machete beantwortet keine YouTube-Comments. Erstens sehe ich nicht blendend aus und zweitens Make-up. Geh als Frau niemals ohne vor der Kamera. Oh, Brad, jetzt könntest du mal langsam wegschwenken. Für das. Ja, genau. Sehr gut, Brad. Oh, macht Brad das sexy. Warum trägt Brad eigentlich nie ein Hemd, wenn er hier arbeitet? Ich dachte, das hast du vertraglich festgelegt, dass er kein Hemd anziehen darf. So läuft dir noch. Brad schon davor in der Kameramann. Mm.